Hallo zusammen! Heute möchte ich mal ein Bild machen, und zwar ganz ohne Silikon. Mal einfach zum Abwechslung. Und dann schauen wir doch mal, wie es wird. Der Keilrahmen ist 30 auf 24 cm und habe einiges an Farben angemischt. Zeige ich euch aber gleich. Okay, dann fangen wir an. Gut, ich habe einige Farben angerührt, also jetzt Ultramarinblau und Gelb, Türkisgrün, Schwarz, Kaminrot, Gold, Silber und Weiß. Ups, genau, jetzt schmeiße ich schon um, das war sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Farben nehme, wahrscheinlich nicht, aber es kommt halt immer darauf an, wie sich das Bild dann gestaltet. Jetzt schauen wir einfach mal. Gut, nehme hier mal einen Becher, werde mal einen Flipcup machen, Gold, weil mir das gut gefällt, Weiß, ich nehme mal Blau, etwas Gelb, also wie gesagt, ich habe kein Silikon drin, nichts. Türkis. Und vielleicht ein bisschen Schwarz. Okay, ihr seht es hier. Jetzt schauen wir mal, was wir hier vielleicht schönes zaubern. Und da kommt das Blau und Weiß, dann nehme ich mal hier nochmal drüber. Oder ich gehe nochmal drüber. Nicht, dass es zu dunkel wird. Man hat jetzt hier wieder ein paar Muster rein, die sich ja dann nachher wieder schön auseinanderziehen. So, das war der erste Becher. Ich denke mal, wir lassen es mal ein bisschen laufen, damit wir es mal einschätzen können, wie es wird. So, das war jetzt mal der erste Teil. Wir haben schon Schwarz-Gold und natürlich viel Grün. Was wir sehen können, das Blau hat es ziemlich verschluckt. Und das Blau wurde eigentlich grün. Und darum mache ich jetzt nochmal ein bisschen Silber mit rein. Also Blau, Gelb und Silber. Und noch einen Schuss Weiß rein. Seht ihr hier schon wieder, wie es das Gelb grün wird, obwohl es kaum vermischt ist. Ziehen
wir so feine Linien drüber. Aber es ist auch kein astreines Gelb, es ist mehr so indisch-gelb. Also kein richtig knalliges Gelb. Ah, das ist Azurgelb. Darum schlage ich vor, wir machen da einfach noch ein paar spezielle gelbe Linien rein. So. Und jetzt lassen wir das Ganze noch mal ein bisschen laufen, auseinanderziehen. Damit ihr es auch sehen könnt. Okay. Ich finde es ganz gut, schön abstrakt. Da unten habe ich noch einen weißen Fleck, wie ihr das sehen könnt. Den möchte ich jetzt gleichmäßig zumachen. Und dann ziehen wir die ganze Geschichte ein bisschen auseinander noch. So. Ist das schon ganz cool? Hier noch ein bisschen enger aufeinander, finde ich jetzt. Passt auf. Dann seht ihr mal, wie man das Bild noch gut verändern kann. Ja, dass nicht so viel Struktur ist. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Wobei dieser helle Fleck mit diesem Gold und Weiß ganz gut kommt, finde ich. So, nicht ganz in die Mitte. Hat doch was. Jetzt habe ich hier was entdeckt. Irgendwie habe ich hier was drin. Ja, das müssen wir rausholen. Das ist wie so ein Korn oder halt etwas Farbe. Okay, cool. Ich finde es schön abstrakt. Also wie gesagt, jetzt einfach mal ohne Silikon. Ich werde nochmal ein Bild machen, werde jetzt in die Farben dann aber ein bisschen nochmal Wodka reinmachen. Da sehen wir vielleicht auch nochmal den Unterschied vom Fließverhalten her, weil Wodka gilt ja doch ein bisschen als Fließverbesserer. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Cool, okay, dann zeige ich es euch jetzt gleich von nahem. War jetzt mal ein kürzeres Video, aber da brauchen wir auch nicht viel. Und da könnt ihr jetzt natürlich immer noch rumspielen, weil ihr möchtet, mit dem Stäbchen rumspielen. Da kann man teilweise auch noch ein bisschen swipen, was auch immer. Aber das ist ja dann auch jedem selber überlassen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen blöden Punkt, was mir nicht so gefällt. Sehe ich gerade. Der ist, glaube ich, reingetropft. Da kann man dann auch ein bisschen spielen.
So, cool. Das lasse ich jetzt so. Okay, habt ihr das jetzt einfach mal gesehen ohne Silikon. Ich zeige es euch jetzt gleich von daheim. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, jetzt schauen wir uns das mal von daheim an. Ich fange jetzt hier mal bei diesem, ich sage jetzt einfach mal dunklen Gelb an. Da hat es doch schöne Strukturen gegeben. Da ist ja dieser mittlere Punkt. Hier. Wie gesagt, Farben sind eine Geschmackssache. Ich werde das nächste Bild mal ein bisschen mit anderen Farben machen. Ich habe gerade gemerkt, mit dem Gelb gefällt mir nicht so ganz. Aber ihr könnt ja schöne feine Linien ziehen. Okay. Gut, dann war es das schon wieder von mir. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss, bye.